Es ist Zeit, unser neues Schwert zu testen. Und schauen, ob wir jetzt endlich stark genug sind für Drog. Ich zeig dir, wer der Stärkere ist. Ja. Ja, das schaut schon viel besser aus. Nice. Nice. Bin ich? Nein, so. Achtung! Da hast du es mir aber gegeben. Mach mir den Sieg schmackhaft. Oder es gibt noch eine Kostprobe. Ein guter Kampf ist mir immer ein paar Splitter wert. Ach. Ja. Trotzdem reicht's jetzt. Hier. Danke doch. Okay. Okay. Guter Anfang. Endlich. Wir sind endlich stark genug, dass wir uns mit wahrscheinlich sobald mal allen anlegen können. Ich gebe die Stetzerboot-Mission jetzt ab. Und dann geht's drauf und wir treten Berserkern bei. Damit wir endlich mal ein bisschen Rüstung bekommen. Dass wir total overpowered sind endlich. Puh! Da ist kurz der Tod schon hergelacht. Ray! Guter alte Rey Skywalker. Wie er runtergleitet. Da hasst mich auch schon langsam der Typ hier drin im Spiel. Da muss ich vielleicht doch bald was gegen ihn unternehmen. Mal schauen. Du! Was für ein Witz. Da drüben nicht das Banditenlager? Ja, warum nicht? Wir sind schon da, probieren wir es. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch, die zu zerlegen. Huh! Oh. Könnte trotzdem nicht einfach werden. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ich mir. Ray, schätzt dich. Nein, hör auf, da so beschissen herumzustehen. Oh, Unterstützung von wilden Tieren. Das ist bereit. Ich glaube, Ray hat sie schon erledigt. Sehr schön, sehr schön. Oh, sind das Viech schon erledigt. Komm, Ray. Okay, den Schlag habe ich verschwendet. Aber. Nice. Sag ich ja. Das war's jetzt mit dem Sterben im Spiel. Nimmst du. Achso, war nur ein Junge. Ja. Die Jungen machen halt nichts da. Oh, wir sind endlich overpowered. Kann endlich tun, was ich will. Spike! Spike, du bist das nächste dran. Was haben wir hier für eine Loot? Bisschen Mana? Ah, ich habe kurz gedacht, dass es eine Schrotflinte ist. Kann ich das hacken? Ich bin nicht gut genug. Nach dem ganzen Fighten noch immer nicht gut genug. Da ist Schrott. Die Chemie haben wir, dass wir unendlich Ränke uns herstellen können. Ah, das war die Loot hier. Nicht gerade so besonders. Aber wenn wir die Truhe nicht hacken können. Hacken. Aufhacken. Auf Dietrichen. Und keinen Schlüssel für uns hat. Ah, wie weit bin ich entfernt? Mach ich hier einen Cut? Nein. Nee, mach mal keinen Cut. Wir haben genug Fights auf dem Weg. Rennt das Viech weg?
verdrängt sich im Wasser. Wir sind endlich OP, Ladies and Gentlemen. Wir sind endlich overpowered. Ja, das war's. Das war's. Was haben wir hier? Haben wir hier Gegennutz? Keine Gegennutz? Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Da haben wir Gegennutz. Kraftloser Raptor. Kannst schon einen kräftigen Raptor herschicken. Besser speichern, bevor ich wirklich noch Gegner finde, die mich doch noch zerlegen können. Ja. Alles in das Schwert gesteckt. Jungs, gibt's was zum Naschen für euch? Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Hier, das Setzerboot sollte reichen. Du bist ja der geborene Sammler. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Hier, das ist angemessen genug, oder? Das reicht, danke. Gut, ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Okay, ich glaube, das war's hier draußen. Gehen wir zurück. Treten offiziell bei. Schauen wir mal, was wir mit Duroth machen. Ich glaube, der versteckt sich gar nicht mehr in der Stadt. Das waren das jetzt. Was meine Unterstützung angeht. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Gute Arbeit. Sein Einsatz da draußen ist sehr wichtig für uns. Unsere Setzlinge sind jeden Aufwand wert. Hier, nimm diese Splitter und spül dir damit mal so richtig die Kehle durch. Die Lauferei hat dich sicher durstig gemacht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. Meine Fresse. Also mit dem Sümmchen kommst du schon eine Weile über die Runden. Ich sehe die Gier in deinen Augen, aber vergiss es. Ich habe die Belohnung nicht dir zugesprochen. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Natürlich erwarte ich noch, dass du mir den Bericht aus einer anderen Stadt bringst. Aber jetzt, wo ich um deine Qualitäten weiß, sollte dir das nicht weiter schwerfallen. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du? Ich war im Relikt von Abessa. Was geht dort vor sich? Die Stadt ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Und ich hatte die Stille, die von dort ausgeht, stets als Zeichen von Kriegsvorbereitungen gedeutet. Aber jetzt stellt sich die Lage völlig anders dar. Hier, das ist für dich. Ich bin bereit, den Berserkern beizutreten. Du hast also den Wert unseres Volkes erkannt. Dieser Schritt wird endgültig sein. Schlägst du dich einmal auf unsere Seite, gibt es kein Zurück mehr. Mach dir das also bewusst, bevor dein Blut diesen Pakt besiegelt. Yes. Ich bin mir sicher, meine Wahl soll endgültig sein. So sei es. Viele Jahre ist es her, dass wir am Fuße dieses Berges unsere Bleibe fanden. In den Ruinen der alten Welt fanden wir Schutz und eine Zukunft für unsere Art zu leben. Allein dem Wagemut und der Stärke unserer Krieger ist es zu verdanken, dass unsere Stadt immer noch dem Feind trotzen kann.
Sie sind es, die uns vor dem Schicksal der vielen Menschen, die in den schrecklichen Konvertern ums Leben kommen, bewahren. Nur die mutigsten und stärksten von uns werden den Krieg gegen die Maschine überleben. Oh, mach fertig. Das dürfen wir niemals vergessen. Nun ist die Zeit gekommen, ein weiteres Mitglied in unserer Gemeinschaft aufzunehmen. Er kam zu uns als Fremder, doch jetzt steht er in unserer Mitte und hat sich das Recht erworben, einer der Unsrigen zu werden. Nun, denn, Fremder, du hast dich durch deine Taten und deinen Mut als würdig erwiesen. Willkommen in der Gemeinschaft der Krieger und der Magie. Alle Rechte, aber auch Pflichten eines Berserkers von Edan werden ab dem heutigen Tage dein Geschick lenken. Mach dich bereit für unseren Kampf für das Leben und die Freiheit unseres Landes. Große Aufgaben erwarten dich. Ja, ja, ja. Oh. Feuer Eisens, Eises vergibt. Feuer. Was? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Und das erste wäre ich schon mal angemalt. Oh, magischer Arm. Okay, okay. Was muss ich tun, um befördert zu werden? Hör mal, Freundchen. Die meisten, die den Rang eines Kriegers bekleiden, haben hart dafür geschuftet. Es können Jahre vergehen, bis du bereit für diesen Schritt bist. Wieder springen. Es muss eine Möglichkeit geben, meinen Aufstieg zu beschleunigen. Die einzige Möglichkeit einer vorzeitigen Beförderung ist, dass alle Warlords diesem Schritt zustimmen. Oh je. Bis dahin wirst du deinen Pflichten als Setzer nachkommen. Schließlich können wir die Felder nicht sich selbst überlassen. Aber wenn ich es überdenke, hast du vielleicht sogar Glück. Die letzten Kämpfe mit den Alps haben uns fähige Männer gekostet. Vielleicht geben sie dir deshalb schneller ihre Zustimmung, als es üblicherweise der Fall wäre. Aber selbst wenn, dann werde ich trotzdem eine gewisse Menge an Lebenserfahrung verlangen, bevor ich dir einen höheren Rang gebe. Okay. Okay. Ich muss mit anderen Leuten sprechen, also. So, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Uff. Uff. Wir werden die Waffen weiter leveln dann. So, 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 wo sind meine Gefährten? Hauptmission Rachefeldzug, Gefährten. Wo ist Duras? Das wird interessant. Da wird gleich Fett gespeichert. Da wird Fett gespeichert. Ah. Hallo Duras. Russell. Ein Wort zum Mord an Askor. Barin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung.
Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Barin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis. Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal in der Mitte von Nidan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schandfleck. Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Barins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Hm. Vertraue mir einfach, okay? Okay. 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 Wo ist mein Mate? Du bist dann wohl der Neuzugang im Lager. Es kommt selten genug vor, dass wir neue Leute in unsere Reihen lassen. Wurdest du von Ragnar bereits über deine Pflichten als Setzer informiert? Nein. Dann will ich sie dir erklären. Zu deinen Aufgaben als Setzer gehört es, dass du dich um das Gemeinwohl der Berserker kümmerst. Und wie der Name schon sagt, ist es nicht nur das Gemeinwohl, dem du zu dienen hast, sondern vorrangig den Feldern. Denk immer daran, das Wohlergehen der Setzlinge ist ab jetzt dein oberstes Gebot. Als erstes wirst du dich bei Born melden. Als Oberaufseher über die Setzlingsfelder ist er mit Sicherheit froh über eine weitere helfende Hand. Geh zu ihm und lass dich über deine Aufgabe auf den Feldern in Kenntnis setzen. Bring mir etwas bei. Ja. Wirklich. Oh. Oh, ich muss doch noch Drecksarbeit machen. Da fehlt das nächste Haus. Mit Drecksarbeit für mich. Aus Drecksarbeit Nummer 3. Wirklich? Keine Drecksarbeit? Wo ist der andere Typ? Hier drüben. Da schauen wir nochmal rüber, bevor wir mit Drecksarbeiten anfangen. Jo. Wie ich sehe, hast du dich uns angeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Oh. Denk immer daran, dass ich weiß, dass du ein Alp bist. Die Warlords mögen dir vertrauen. Aber ich kenne dein Geheimnis. Naja, bis jetzt hast du dir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich will den Status quo beibehalten und dich nicht verraten. Vorerst. Ich helfe ihn und ja, ist ein richtiger Assi. Okay, wir gehen Rüstung schauen, machen hier eine Pause, Sachen verkaufen. Tschüss, dabei. Cormac schickt mich. Cormac, er sollte mir doch neue Setzer zuweisen. Gehörst du etwa zu uns? Ja, ich bin jetzt einer von euch. Das freut mich zu hören. Wir können auf den Feldern jeden Setzer gebrauchen, den wir bekommen können. Du wurdest mir doch zugeteilt, um auf den Setzlingfeldern zu helfen, oder? Ich mache das nur, weil ich endlich eine dieser dicken Rüstungen von euch haben will. Mir gefällt deine Einstellung nicht. Ob du willst oder nicht, du bist jetzt einer von uns und ich habe eine Aufgabe für dich. Wir haben ein echtes Unkrautproblem auf den Setzlingfeldern. Es gehört nun zu deinen Pflichten, sich darum zu kümmern.
Ich habe letztens jemanden damit beauftragt, das ganze Unkraut auszureißen, aber es beginnt schon wieder, sich über die Felder zu verteilen. Such die Unkrautpflanzen, die ihre Samen an den kleinen Wasserfällen zwischen den Feldern verteilen, und reiß sie aus. Komm wieder zu mir, wenn du damit fertig bist. Bring mir etwas bei. Alles klar. Alles klar. Nix, okay. Ja, ich glaube nicht mal, dass ich das während des Recordings mache. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe das Unkraut für dich. Was meinst du damit? Ich habe alle Pflanzen an den Wasserfällen ausgerissen, so wie du es gesagt hast. Und jetzt hast du sie mir mitgebracht? Ja. Oh, du Idiot! Was soll ich denn mit dem Unkraut? Schmeiß es gefälligst in die Komposttonnen. Sie stehen links neben dem Haus der Setzer. Die findest du aber alleine, oder? Pff, Trottel. Lustig. So, das war's. Ich hoffe, ihr gebt mir richtige Missionen aus diesem Trick. Es klingt ja nach echter Arbeit. Ich habe das Unkraut in den Kompost geworfen. Oh, hast du es also geschafft, ja? War doch gar nicht so schwer, oder? Hier hast du was als Belohnung. Wenn ich mal wieder Hilfe brauche, lasse ich es dich wissen. Wirklich, das war's. Okay, wirklich, wirklich. Was für ein Dreck. Gibt mir gescheite Aufgaben. Gibt mir gescheite Aufgaben. Ich habe auf den Feldern geholfen. Wie? Jetzt schon? Das ging aber schnell. Wenn Sie weiterhin meine Hilfe brauchen, werden Sie sich bei mir melden. Wenn das so ist, sehe ich deinen Einstand als Setzer als erledigt an. Normalerweise muss ein Setzer jahrelang auf dem Feld arbeiten, bevor er meine Stimme bekommt. Aber da wir dringend gute Krieger brauchen und du eindeutig nicht für die Feldarbeit geschaffen bist, komme ich dir entgegen. Bedeutet das, du sprichst dich für meine Beförderung aus? Von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Normalerweise hätte ich dich noch zu Irdor geschickt. Aber da ich von ihm länger nichts mehr gehört habe, scheint alles in Ordnung zu sein. Du kannst Ragnar ausrichten, dass ich mit dir zufrieden bin. Geh nun. Bring. Yeah. Oh, Stärke. Warum nicht? Okay. Wo ist der nächste? Wo ist der Mana-Schrein? Da unten. Hui. Was hast du zu sagen, Mate? Bring mir etwas bei. Gut. Ich habe ja keine. Was macht unser... Hat er nichts für mich? Gehen wir mal mit Ragnar reden. Vielleicht reicht das schon für die Beförderung. Nur seine Stimme. Das wäre doch mal klasse. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Cormac hat mir seine Zustimmung erteilt. Gut. Ohne sie hättest du schlechte Karten gehabt. Wie bekomme ich deine Stimme? Einfach kaufen kannst du sie nicht. Und mit ein paar Pflanzen wirst du mich auch nicht beeindrucken. Wenn du sie dir verdienen willst, dann rüste dich aus und geh ins verbotene Tal. Dort wirst du auf Gunnar stoßen. Ich brauche ihn für einen riskanten Auftrag, den nur er zum Erfolg führen kann. Das können wir auch beschleunigen. Ich übernehme den Auftrag. Nein, diese Aufgabe ist eine Nummer zu groß für dich. Ich brauche jemanden, dem ich blind vertrauen kann. Jemand, der im Anblick der Gefahr nicht umknickt wie ein Grashalm. Und nur Erzberserker erfüllen diese Voraussetzungen. Also führ ihn her. Yeah.
Oh, jetzt gehen wir mal zum Ärzten klären. Aber ich schätze, da brauchen wir auch nichts mehr machen. Ah, da wird den eisigen Clan selber. Wir müssen Zervas belauschen. Und? Ich bin hier, um deine Abgaben einzutreiben. Ist es schon wieder soweit? Wie viel bekommst du von uns? Für wie viele bezahlst du denn? Wir sind zu dritt. Alles klar. Dann bekomme ich von dir 300 Splitter. 300? Alles klar. Hier hast du sie. Dankeschön. Ich muss jetzt weiter. Alles klar. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Verschwinde. Oh, wirklich. Wir reagieren jetzt hinter ihm her und belauschen ihn. Oh. Ich lasse euch das auch überspringen. Oh. Ja, habe ich. Hier hast du sie. Genau 400 Splitter. Zwei Abgaben und einmal das Eintrittsgeld für den Eisenclan. Und das ist auch sicher alles? Ganz sicher. Wenn das so ist, danke. Du kannst gehen. 600. Zervas war bei mir und hat mir die Splitter gegeben, die er eintreiben sollte. Ich hoffe, du hast an seinem Arsch geklebt und ihn überwacht. Also ja. Dann. Er hat mir 400 Splitter gegeben. Hat er mir alles gegeben oder hat er mich beschissen? Er hat dir nicht alles gegeben. Verdammter Halsabschneider. Ich wusste es. Den Typen werde ich mir vorknöpfen. Danke, dass du das für mich getan hast. Aber bevor ich dir meine Stimme geben kann, muss ich mir zuerst Gedanken über Zervas machen. Was passiert jetzt mit Zervas? Ich werde mir schon etwas für ihn ausdenken, aber das soll nicht dein Problem sein. Du hast getan, was ich verlangt habe. Meine Stimme hast du. Oh, ich hasse diese Missionen. Cut!